Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Addon Immortal Throne in der Epic Edition. Ich schalte die Boss wieder an, während wir uns auf den Kampf vorbereiten. Welchen Kampf, fragt ihr euch? Wir müssen jetzt hier hoch und dort ist eine Nebenquest bzw. Hauptquest. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall eine Quest, die wir noch erledigen müssen. Natürlich sind auch alle Schergen wieder da, weil wir zwischenzeitlich das Spiel verlassen haben, beziehungsweise ich zwischenzeitlich das Spiel verlassen habe, weil ich ja auch mal ein paar Tage Pause machen muss. So, ich darf natürlich wieder nicht die Alt-Taste vergessen, um mir die Items wieder anzeigen zu lassen. Bevor wir uns hier wieder rumschlendern oder hier rumschlurfen durch die Ruine, werden wir uns mal hier den Baumheini schnappen und mal ganz schnell außer Gefecht setzen, bevor er echt irreparable, ich kann nicht sprechen. Ein menschliches Gesicht. Ja, Schaden verursachen kann. Ja, babbel jetzt nicht. So. Du hast meine Schwester mit der Güte. Ja, ich habe deine Schwester mit der Güte von irgendwas, was auch immer. Aha, hier ist noch so ein Heini. So, da müssen wir ein paar Bäume fällen, beziehungsweise wir haben die Quest ja schon abgeschlossen, aber da unten scheint noch irgendwas zu sein. Ich glaube, waren wir hier? Warte mal, lass mal schauen. Genau hier ist die Quest. Ich glaube, wir sind hier nur runtergewatschelt, um den Brunnen der Wiedergeburt zu aktivieren. Das heißt, wir müssen hier noch einmal ganz kurz zurück, bevor wir beim Questgegner sind. Ich glaube, wir müssen irgendwie so einen Schrein aktivieren oder sowas. Aber irgendwie laufe ich von einem Baum zum nächsten. So, jetzt hier die Stufen runter. Daran soll es ja wohl nicht scheitern. Na gut. Hier ein bisschen Monster noch zum Umklatschen. Das sollte allerdings kein Problem sein. So, ihr seht schon, die Bogenschützen machen nicht mehr ganz so viel Schaden. Oder ich habe mir das jetzt nur eingebildet. So, was haben wir hier? Ein bisschen Gold und ein bisschen Rambazamba. Das schauen wir uns später an. Wir schauen aber erstmal, dass wir hier die Quest abschließen können, beziehungsweise vorantreiben können. Ich weiß ja nicht, was das ist. Vielleicht wird das ja auf der Karte angezeigt. Da muss ich gleich mal schauen. So, hier wieder ein bisschen ein paar Klunker drin. So, du bleibst bitte stehen. Dankeschön. Gut, dann kann ich das hier auch in Ruhe einsammeln, während wir hier beschossen werden. Das ist natürlich nicht die feine englische Art und dafür werde ich mich auch elendlich an euch rächen, ihr kleinen Mistkaulquappen. Aha, da haben wir wieder zum Aufheben und zwar ein bisschen wertigeres Zeug. Na, ist es ab? Nein, ist es nicht. Egal, da muss ich mich mit der Realitätsstörung zufrieden geben. So, Gold und hier irgendwas und noch irgendwas. So, schauen wir doch mal. Jetzt muss ich das nur noch finden, ne? Okay, da haben wir schon mal ein Schild. Oh, der hat genau die gleichen Stats, aber hat eine höhere Verteidigung. Na, da müssen wir gar nicht lange überlegen, ne? Ey, warte mal, das ist wirklich genau das Gleiche. Wahnsinn, wird direkt ausgerüstet. Auch wenn ich diesen großen Schild... Jetzt haben wir so ein Mini-Schild, ich mag das nicht. Also hier, das Große ist ja natürlich cool, wenn er sich denn jetzt mal drehen würde. Warte mal, wir können ja ein bisschen nachhelfen. So, finde ich cooler. Ach Quatsch, was mache ich denn? Als, ja, was soll denn das sein? So ein Frühstückstablett oder sowas. Keine Ahnung. Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Aber so eine Käseplatte. Naja. Egal. Solange die Stats natürlich überwiegen, sollten wir das auch ausrüsten. Und nicht zu sehr auf den Style achten. Funktion geht immer über Style. Ja, das lernt man vor allem in EVE Online, wo die Schiffe teilweise richtig hässlich aussehen, weil sie halt asymmetrisch sind. Naja, also nicht nur deswegen, sondern weil sie auch total unförmig sind. Aber spielt das schon für eine Rolle im luftleeren Raum? So, warte mal, wir müssen das hier aktivieren und dann passiert was ganz Schlimmes. Ja. So, ja, das Ding haut doch schon mal rein. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch das Weite suchen, wenn die Dinger da runterkommen. So. So lange geht das aber. Okay, vielleicht doch nicht. Aber ihr seht schon, das sieht schon ganz schön gut ab. Oh, was war das denn? Hier so ranzoomen, ne? Das hätten wir wohl gerne. So. Ah. Immer diese Feuerwerksgeräusche, ey. So, ich muss mal ein bisschen kiten und ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn es so ein bisschen rummelt, so wie jetzt, dann kommt die Scheiße auch schon runtergeflogen. Ja toll, ist wieder geschickt
ausgewichen. Dieses Mistvieh. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen zu knapp wird, einfach ein bisschen Abstand nehmen. Na, es rummelt noch nicht. Okay. Okay, der ist auch noch nicht ab. Jetzt müsste ich mal schnell ein Tränkchen nehmen. Vielleicht auch zwei. Ah, ich hänge fest. Naja, egal, das Ding ist tot. So, was haben wir denn hier? Du schickst mich für weitere 1000 Jahre. Genau. Oh, was haben wir? Belohnung, großes Buch der Leichenkönigin Kalixenia. Okay, können wir noch was mit der machen? Es ist Medea, die... Ah ja, es ist Medea. Vielleicht müssen wir auch zu Medea, genau, Medea zurück. Deswegen werde ich ja mal kurz schauen. Ich bin da nicht so ganz im Bilde, wo wir jetzt hin müssen. Wie gesagt, als wir das letzte Mal da waren, das war schon ewig her. Kann auch schon ein Jahr her sein, ich weiß es nicht. Ah, nee, Medea steht unten, ne, hier am... Okay. Hier gibt es nichts, oben gibt es auch noch nichts abzugeben, oder? Irgendwas mit einer Schwester, warte mal, hier ist was. Einst gab es eine große Stadt. Natürlich. Hat uns sie letztes Mal auch schon so angebabbelt? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir kehren wieder zurück. Nein, kehren wir nicht. Kehren wir nicht. Es ist dir nicht leicht. Halt. In Ordnung. Du hast es geschafft, Kalixenia. Genau, die ist das mit Kalixenia. Und damit erhalten wir die arkane Formel Macht des Hephaistos. So, whatever. So, was haben wir hier? Braucht 2 Artefakte und 1 Ausrüstung. Achso, eine große Schriftrolle. Sag mal, das ist doch jetzt hier lila drin, ne? Ich habe doch keinen Knick in der Optik. Das ist doch nicht rot. Naja, oh, 30 Elementarschaden. Das ist natürlich wahnwitzig. Und verleiht sogar eine Fähigkeit. Krasser Shit. Aber wie gesagt, da brauchen wir schon 2 Artefakte für. Das wird ewig dauern. Nein, ich will immer noch verkaufen. Meine Güte. Einen schönen Tag. Ja. Okay, den Schild werden wir noch nicht verkaufen. Warte mal, dann packe ich den mal hier hinten rein. So schön hier drunter. Passt ja hervorragend. So, das kann ich wegschmeißen. Das sowieso. Weg. Und, achso, irgendwas für Intelligenzbolzen, die wir natürlich nicht sind. So, den Hammer, den können wir auch verscherbeln. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir haben noch 72 Gesundheitstränke, das heißt, wir sollten da wieder ein wenig aufstocken. Das werde ich auch gleich mal tun, denn 25er Stack mache ich voll. So, damit hätten wir jetzt 98, so scheiße. So, jetzt haben wir 100. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und zurück geht es. Zu dem Ort, wo wir die Hexe oder den Hexenmeister oder was auch immer... besiegt haben. Getötet nicht, sondern nur verbannt, wie es scheint, für die nächsten 1000 Jahre. Ja, da freut sich das Vieh. Was jetzt hier nur noch am Boden liegt. Und muss ich das hier mitnehmen? Nee. Egal, das hätten wir auch abgeschlossen. Ich habe natürlich schon wieder nicht aufgepasst, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenquest handelt, aber das lässt sich ja, glaube ich, leicht heraus. Mit Q, glaube ich, ne? Ich wollte schon fast L drücken. Medeas Preis, besiege die Grauen. Ach nein, ich erinnere mich. Das sind diese 3 Schwestern. Achso, das... Oh. Ah, hier gibt es auch eine Belohnung. Ach nee, das ist eine unmögliche Aufgabe. Das haben wir doch abgeschlossen. Zauberin von Bringe das Heilmittel nach Rhodos. Doch, Beschwörung Kalixenias, das habe ich doch abgeschlossen. Warum ist da kein Haken drin? Boah, Beschiss. Richtiger Beschiss. Na egal, jetzt kann es ja weitergehen. Jetzt sind wir offiziell hier, wo wir gestartet sind. So ganz inoffiziell. Und hier ist alles zugewuchert. Okay, da können wir nicht lang. Leider können wir auch nicht schwimmen, sodass wir hier durch können. Aber hier durch so einen Tümpel, da können wir durchlatschen. Natürlich hier die kleinen Krabbis aufwecken, die natürlich nichts fallen lassen. Das kennen wir ja. Ach, hier sind sogar die großen. Insektoiden, ist das wirklich so? Ich dachte, Krabben sind einfach nur wirbellose Weichtiere oder sowas. Insektoiden, na okay. Man gewöhnt sich ja langsam an alles. An alle Konstellationen. Okay, was haben wir hier? Wieder so ein Baumhaini. Okay, 2 Baumhainis. Den ersten haben wir geschafft, der zweite richtet irgendwie keinen Schaden an. Was ist denn da los? Bin ich gut? Nein, das bezweifle ich. Oder wir weichen die ganze Zeit aus. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir hier drin? Auch wieder Baumtypen.
Nein, wir haben so komische Lamias. Ja. Das klingelt im Ohr, aber leider ist da nichts für uns dabei. Schade, schade, schade. Gut, was haben wir hier unten? Bevor ich jetzt hier... Wieso bleiben die stehen? So, jetzt aber. Ja, so viel haben die jetzt auch nicht mehr abgezogen, ne? So, hier ist wenigstens Gold drin und noch eine Kopfwickel des Manas, was wir nie anziehen werden. Ach, hier ist eine Statue. Okay, Skelettschützen. So, kriegen wir denn alle damit? Jawohl. Ich bleib einfach mitten im Gift stehen, das ist mir völlig egal. Ja, natürlich. Hier sind auch noch Geistviecher, die ich nicht gesehen habe. Da habe ich meine Let's Play-Brille wohl nicht gut geputzt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, die sehe ich aber. So, zack, da fliegen die Fetzen oder die Knochen, je nachdem, wie man es haben. Was ist das denn? Was sind das? Holzkoloss. Naja, so kolossal sehen die aber jetzt auch nicht aus. Und schnell kaputt sind sie auch. Und sie laufen sehr langsam, muss ich sagen. Das ist mir eigentlich recht. So, jetzt wollen es aber alle wissen hier. Ja, so viel ziehen die Bäume echt nicht mehr ab. Also nicht mehr so viel, wie ich in Erinnerung habe. Das kann... Also ich kann mich natürlich irren. So lauter Kopfwickeln. Was soll ich denn damit? Gut. Ach ne, hier unten geht es ja auch noch weiter. Zack. Oh, der hat so einen coolen Helm, den ich auch gerne hätte. Da habe ich mich ja schon die letzten Male drüber ausgelassen. Das heißt, wir müssen das nicht nochmal durchkauen. So, hoffentlich ist das Ding hier von Wert. Das wäre natürlich super. Ich will so ein Teil haben. Mit so einem kleinen Büschel oben drauf. Ach ja, das wäre ein Traum. Morgens auf dem Weg zur Arbeit erstmal so ein Büschel auf den Kopf setzen. Weil eigentlich müsste ich ja nur den Kopf von so einem Schrubber oder sowas abschneiden. Oder absägen, besser gesagt. Aber ich glaube, so mutig bin ich nicht. Und Karneval ist, glaube ich, noch ein Stück hin, oder? Gut. Hey, was haben wir hier unten? Große Gruft. Ach du Scheiße. Hier spukt's. Dem werden wir ein Ende bereiten. Ach, haut doch ab mit euren Kackdingern. Ja, aber es geht eigentlich, ne? Okay, jetzt müssen wir einen Trank reinschmeißen. Aber so im Großen und Ganzen ist es okay. Ein erebischer Stab. Was es nicht alles gibt. Man war hier nicht im Baum, genau hier. Gut, den hätten wir auch. Ein Knochenhaufen mit allerhand drin, wie zum Beispiel Gold und so ein Schild, den wir jetzt schon angelegt haben. Ah, hier ist wieder so ein Büschel. Okay, weg. Beschwörer-Totem. Das wäre cool, wenn wir auch so ein Totem beschwören könnten, was uns entweder bufft oder die Feinde so extrem debufft, dass es ein Kinderspiel ist. Wie in alten Zeiten. Ah ne, das ist rot. Seht ihr, das ist lila hier oben. Okay, was kann denn das? Beschwörer-Totem, reine Verkörperung von Ankh, der Isis, epische Lederhaut, epische Wolfsklaue. Da könnte man sogar was von haben. 6% Durchschlagsschaden, 15% Feuerschaden, Verbrennungsschaden, Durchschlagsschaden, Geschicklichkeit, plus 1 auf Kernbewohner beschwören. Das scheint eher was für Feuermagier zu sein. Bin mir nicht so sicher. Oder heißt das Elementarmagier? Ich habe doch keine Ahnung. Ich spiele keine Magier, verdammte Axt. So, weg. Du auch. Und du darfst hinterher ins Reich der... Ja, was eigentlich... Egal. Gesperrt von einer Aufgabe. Von einer Aufgabe versiegelt. So rum ist es richtig. Okay, hier sind mehrere Ziele auf der Karte markiert. Halt, bleib stehen. Ja, die ziehen ja echt. Also wir haben jetzt 3 Stück auf uns und ich musste bisher noch keinen Trank schmeißen. Das ist eigentlich cool. Könnte man sich dran gewöhnen. Okay, was haben wir hier drin? Ein erebischer Kampfhelm, das könnte so ein Teil sein. Jawohl! Ich würde das ja gerne mal anziehen, aber ich habe die Befürchtung, wir verlieren die ganze Stärke und dann haben wir wieder das Fiasko. Ach so, wir müssen diese Tür passieren. Aber vielleicht ist hier unten ein Schalter oder sowas in der Art. Also erstmal hier schön in der Mitte verschanzen. Weg mit dir.
Vor allem bevor jemand hier so ein komisches Ding darstellen könnte, wie der hier. Und ich sterbe gleich. Nee, doch nicht. Alles gut. Alles cool. Nice. Haben wir hier einen Schalter? Da ist zumindest ein Schlüssel. Ach Gott. Jetzt bebt hier aber die Erde. Nein, ist noch nicht fertig. So, Schnauze. Entschuldigung. So, jetzt ist erstmal Ruhe im Karton. Dann mache ich erstmal hier diese Magier hier weg. Ich glaube, die sind am gefährlichsten. So wie der hier unten. Boah, die ist gequietsche, ey. Ich will gar nicht wissen, wie sie die Sounds gemacht haben. Vor allem, die ganze Zeit suchen wir ein passendes Artefakt, ja. Also ein Rezept für ein Artefakt. Und jetzt plumpst ihr eine Arcane-Formel nach der anderen. Wir schauen uns das gleich an. Oh, Spektralmaterie. Nicht Magie, sondern Materie. Entschuldigung nochmal. Können wir das komplettieren? Das fehlte uns für irgendein Set. Nein, da fehlt uns immer noch einer. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. So, warte mal. Okay, Giftschaden. Achso, das ist das mit Schildblock und so weiter. Auch nicht schlecht. Aber hier ist ein Schlüsselloch. Aber ich mache erstmal hier die Viecher kaputt. So gut ist. Ach nein. Ich weiß auch nicht mal, ob das total schädlich ist, dieses Totem. Aber ich denke, alles, was man hier wegmachen kann an wegzumachenden Dingen. Ah, oh, Spektralmaterie müsste es eigentlich wieder sein. Okay, schauen wir doch mal. Nein, natürlich nicht. Es ist hier der Ares-Zorn. Aber da haben wir doch bestimmt schon mal was von. Jetzt haben wir es komplett. Jawohl. Okay. Eine 15%ige Wahrscheinlichkeit für 300 Schaden oder 3 Sekunden oder und 3 Sekunden Fähigkeitsstörung und 20% physischer Schaden. Kann Armbänder verzaubern. Das werden wohl hier die Ringe sein, die voll mit Widerständen sind, die wir wohl auch brauchen. Na gut. Aber schlecht wäre es nicht, ne? Ist noch so ein bisschen Zusatz-Damage. Handschoner. Achso, das ist wieder Magierkram, den wir nicht gebrauchen können. Und ich stecke einfach mal irgendwas hier in das Schlüsselloch. Ach, mit dem Mondzeichen. Okay. Ist es denn jetzt aus dem Inventar verschwunden? Das, Ah, shit, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, doch. Wir haben nur noch den Sonnenschlüssel. Das heißt, wir haben das in der normalen Edition nicht gemacht. Okay, jetzt hat sich hoffentlich irgendwas aufgetan. Ich schaue nochmal hier unten, aber mal noch gar nicht drin. Skandalös. Und du hörst auf, hier so ein Ding zu beschwören. Ja, renn noch fünfmal um den Sarg. Das ist ganz gut. Hält mich ein bisschen fit und die Gegner hier auf Trab. Bis die KI eine Exception schmeißt. Naja, so, warte mal. Hier den Intelligenzhelm, den will ich haben. Warum auch immer. Und die Truhe will ich plündern. So, zack. Und den Start nehmen wir auch nochmal mit. Und ich würde sagen, bevor wir uns auf der Suche nach dem Schlüsselloch für den Sonnenschlüssel machen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann.